Komm du mal her. Komm mal her. Tobi. Ja? Schön. Schön. Ja, mutig jetzt. Wir hatten gerade auch schon versucht, in der Zeche Zollern eine Führung zu bekommen. Bin ich nicht so informiert, weil ich bin auch nur Mitläufer, wie so oft. Aber hier sind wir gerade auf der Zeche. Wie heißt die? Kokerei Hansa. Ach, sehen wir. Du musst es nicht? Mach nee, nicht. Ich bin jetzt auch schon. Mach nichts, ich auch nicht. Ich auch nicht. Und woher wissen die das jetzt? Was würden sie sagen? Weil ich mit dir anspreche, Nordstadt-Blogger, hatten sie das eben Bescheid gesagt, der Antifa, oder woher kommt das? Als Frage. Das ist gerade eine sehr implizierende Frage. Darauf ja, haben sie die angerufen oder nicht? Da muss ich eine Auskunft geben. Okay. Okay, müssen Sie nicht. Ich frage ja nur. Sie fragen mich ja auch, was ich hier gemacht habe. Ich bin hier aber gerade arbeitstechnisch. Ich bin auch hier arbeitstechnisch. Privat? Gerade gesagt, privat. Eben ja, und jetzt arbeite ich gerade, wie Sie sehen. So spontan kann das gehen, ja. Ne? Tolle Geschichte, oder? Sehr gut. Hallo. Freier Journalist, ja? So, genau, hallo. Morgen wieder Arbeit, genau. Nie wieder Faschismus. Was machst du da? Der erste Mann in unserer Zeche. Alle Mordlichen Proletariat. Der erste Mann in unserer Zeche. Man versteht das gar nicht. Der Proletariat. Ah, jetzt wieder. Jetzt ist ein Durcheinander. Alle Mordlichen Proletariat. Und jetzt? Ihr müsst ein bisschen mehr im Kanon bleiben. Man kommt teilweise durcheinander, ehrlich. Ja, Aggressionen. Mach mal runter. Corona vorbei. Komm du mal her. Komm her. Tobi. Ja? Schön. Schön. Ja, mutig. Na gut. Na gut, wir dürfen davon ausgehen, dass die Herrschaften der Presse durchaus ist die Überlegung naheliegend, dass die Dame und die Herren der Presse das etwas breiter gestreut haben heute. 12 Leute und 2 sieht man nicht. Nur so viel dazu. Mit dem Kapital ist ein Rechtschreibfehler schon wieder. In welcher Funktion sind Sie da? Als Mitglied der AfD und okay, heute als Privatperson, wie viele andere hier auch sind. Insofern sind Sie gerade bei Privatveranstaltung. Was ich unproblematisch finde, ich weiß nicht, wie die anderen es finden, die das hier veranstalten. Aber haben Sie gefragt, ob Sie mal dazukommen dürfen? Ja, wir sind gerade hier reingekommen. Nee, nee, ich frage ja nur, ob Sie jetzt... Ich komme ja auch zu Ihnen. Also ja. Öffentliches Interesse, deswegen... Man ist darf der nicht privat sein? Bundestagsabgeordneter. Ja. Okay. Da ist ein Bundestagsabgeordneter bei Ihnen? Ja, Matthias Helferich. Matthias Helferich ist das? Das wussten Sie nicht? Nein, der Matthias Helferich? Das sieht man so selten, dass der Mensch Sonne kriegt. Deswegen.